Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, wir sind jetzt hier ausgebrochen. Wir müssen nur noch durchs Haupttor und ja, der Aluman scheint Probleme zu haben. Also reden wir mal mit dem Aluman. Ah, Edna, wie schön dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Naja, das... Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Wir wollen los. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich deine ganze Kelle von... Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Chi aufladen. Was auch immer das heißt. Was auch immer das heißt. Worauf warten wir noch gleich? Um den Motor zum Laufen zu bringen, muss ich Zen sein. Leider schwingen die Steine nicht im Einklang mit meinen Chakren. Chakra bleu. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht... Nicht. Ich gehe dann schon mal. Bis später. Doch, so ein bisschen wissen wir, was wir machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall... hierhin. Erstmal zum Garten. Und diese Hakenin, sie ist ein wichtiger Bestandteil. Und mehr gibt's hier tatsächlich nicht. Warte, da war irgendwas. Mauer. Da komme ich doch niemals rüber. Tja, okay. Geh jetzt zur Veranda. Nun, vielleicht erinnert ihr euch an das Fernsehbild. Wir werden jetzt erstmal zum Zen-Garten gehen. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Ja, benutzen wir mal die Harke. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Nee, ist es auch nicht. Also, wir legen jetzt die Steine so hin, dass sie so liegen, wie er das auf seinem Fernseher hatte. Noch ein. So, vielleicht? Das scheint mir noch nicht. Nicht besonders. Ich habe den Screenshot hier neben mir, aber weil die Steine an einem festen Punkt liegen müssen. Das könnte richtig sein. Das könnte durchaus richtig sein. Und es ist richtig. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Ja, und jetzt reden wir mit dem Aluman. Hey, Alu. Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt.
Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Ja, ja, der Poki. Der Poki ist übrigens der Macher des Spiels, falls ihr das nicht wisst. Poki, der Erfinder von Edna. Okay, dann wären wir soweit. Alles fertig? Da bin ich wieder. Ach nee, Moment. Ich mach mich da... Wir müssen erst mit dem Alumann reden. Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Hast du eins? Oh, was ein Zufall. Was ein Zufall, dass wir ein Startkabel hier haben. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Bitteschön. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst eine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich lauf ja schon. Gut, gehen wir mal zum Haupttor. Na komm. Rum zur Limousine, geh zu vors Haus. Und dann geh zu Haupttor. Da steht zwar Keep Out drauf, aber wir gehen trotzdem mal rein. Gut, als erstes gehen wir zur Treppe. Und werden, wir werden jetzt den Spind öffnen. Als Vorsichtsmaßnahme, denn wenn wir hochgehen... Oh oh, oh oh, oh oh. Wer ist da? Na warte! Dich krieg ich! Ja, du kriegst mich. Dann musst du mich aber erstmal fangen. Und wir gehen in den Spind. Hey! Wo bist du hin? Ja, wo bin ich hin? So, als nächstes... benutzen wir den grünen Knopf. Und anschließend... Na, wo ist die Zickzackschere? Mit Kabel. Hey, was hast du getan? Raus hier! Ja, wir hauen ja schon ab. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben! Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Die Garage. Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Verflucht. Ah, sehr gut. Wir sind entkommen. La 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 la. Edna ist ausgebrochen. Und wohin soll es jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet. Dr. Marcells falsches Spiel aufgeben. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Oh, das ist nicht so gut. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey, geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Oh, ganz viele Sachen? Oh, tatsächlich. Naja, immerhin... scheint nicht viel passiert zu sein. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Ich
kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren an Steuer setzt. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Er versteckt das Herzass nach einem System, das nur er kennt. Und Hoti muss es erfahren. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Vielleicht später. Ich gehe dann mal. Lass dich nie aufhalten. Ja, das Spiel müssen wir natürlich spielen. Irgendwann. Aber wie Edna schon sagte, vielleicht später. Wir gehen erstmal zum Uferweg. Was haben wir denn hier so? Ein Fluss. Ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Okay, da können wir also noch nichts tun. Also gehen wir mal nach oben. Zur Böschung. Und klettern die Treppe hier hoch. Und da ist der Alumann. Hallo, Alumann. Hallo, Alu, alter Hund. Hast du den Unfall gut überstanden? Nicke, wucke, bicke, backe, dicke, dacke, peng. Schön. Was genau tust du da? Als wir diesen Unfall hatten und ich im hohen Bogen durch die Luft geschleudert wurde, da hatte ich eine Erleuchtung. Schuhe, die mitwachsen. Quatsch. Ich weiß endlich, wie ich mich in ein Energiewesen verwandeln kann. Wir haben alle dafür gebetet. Ich muss mich nur von einem Blitz treffen lassen. Es sieht nicht so aus, als würde es heute noch gewittern. Belästige mich nicht mit Details. Wenn ich erst ein Energiewesen bin, kann ich es gewittern lassen, wann ich will. Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Der tut gut daran, sich nicht blicken zu lassen. Meine buddhistische Gesinnung verbietet mir natürlich jeden Groll. Aber ich glaube, Hoti und Moti sind recht wütend wegen des Unfalls. Die sahen mir eigentlich ganz versöhnt aus, wie sie da unten in der Limousine hockten. Sie wollen ihm sicher die Zunge rausreißen und die Wirbelsäule brechen. Moti spielt Karten. Und dann biegen sie ihm die Fußnägel nach oben. Und Hoti schmückt eine Zigarette. Und ziehen seine Haut mit einem rostigen Nagel von den Knochen. Gut, dass ich so ausgeglichen bin. Eine Straßensperre blockiert den Weg. Ist es wirklich die Sperre, die den Weg blockiert? Ist es nicht vielleicht doch eher deine Einstellung? Nein, es ist die Straßensperre. Man kann sie sogar von hier aus sehen. Da drüben, das ist sie. Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein, ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Wenn mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Na toll, dann würde ich es doch eh bekommen. Meinst du, die Schocktherapie lässt sich wieder umkehren? Interessanter Gedanke. Du meinst, man kann sich durch richtige Vorhersagen elektrisch aufladen? Was? Nein, das meinte ich ganz und gar nicht. Was ich meinte war... Elektrogeneration durch Präkognition. Das deckt sich mit meinen Theorien. Das würde bedeuten, dass ich als Energiewesen nicht nur omnipotent wäre, sondern auch omniscient.
Wenn mich doch nur endlich dieser Blitz treffen würde! Viel Glück noch, ich gehe. Mach keinen Unsinn. Ich kann's dir nicht versprechen. Nein, das können wir wirklich nicht. Beim nächsten Mal werden wir dafür sorgen, dass der Alumann vom Blitz getroffen wird. Glaubt's oder nicht? Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und haut rein.